Jetzt geht's los! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Das lassen wir sowas von drin. Absolut. Wer noch mit dabei ist, kann ich euch leider nicht mehr sagen. Ich werde gerade so rot vor Lachen, dass ich rot bin wie ein Feuermelder. Ist das nicht schön? Also, wir haben eine Feuermelder. Wir haben dabei die Valkyria, die Krüppelknie-Menschen. Fick dich, Vito. Dann haben wir dabei die TV, die ASMR-YouTuberin. Oh ja. Und dann haben wir noch dabei Lizzie, die einzig wahre und echte, originale Lizzie. Dankeschön. Ja, Lizzie hat sogar noch einen zweiten Spitznamen gekriegt. Ich habe euch ja nur einen aus den Kommentaren geschickt. Es kam aber noch der Vorschlag Lizzie der Killermagnet oder der Killerköder oder so. Dankeschön. Guck mal, wir haben Badham-Vorschläge. Wie nett ihr doch seid. Oh ja. Hey, und ich bin schon auf Nummer 1. Oh, geil. Nummer 1 ist nicht Vielleicht meine kannst Lieblings- du den Killer anflüstern. Es ist die Wusch. Die Wusch? Die Wusch, yeah. Aber ich will hier noch gar nichts wuschen. Ich auch nicht. Es ist auch besser aber trotzdem so. Die Wusch. Die ist gerade vorne beim Krankenwagen und sie hat mich zum Glück nicht gesehen. Oh, da ist die Wusch. Ich würde ja gern mal gegen die Seuche spielen. Ich habe sie ja gespielt, aber noch nicht gegen sie. Die Wusch hat sie. Mich voll ignoriert gerade. Ja, weil sie mir hinterher läuft. Ja. Ach ja, dann. Flüster sie an, Tiffy. Los, dann wird alles besser. Ich schicke euch nie wieder Sprachnachrichten. Oder versuch sie zu triggern. Trigger sie, los! Sie hört ja nicht auf mich. Du musst dafür sorgen, dass sie dir zuhört und... Versuch's mit den Fingernägeln. Ach nee, warte, du musst ja weglaufen. Das wäre vielleicht ein bisschen doof, ne? Hau einfach deinen Kopf auf die Tastatur. du bist ganz das, schön das, soll, das solltest du nicht so wörtlich nehmen. Ich habe nur auf dich gehört. Ehrlich, da hört man einmal auf Vito. Das, alles bin ich, kaputt. Das bin ich von Frauen nicht gewohnt, dass sie auf mich hören. Oh ja, das stimmt. Bei der Valkyria muss ich immer zu härteren Mitteln greifen. Du Arsch, ey. Haha. Du hast den Killer am Arsch, du hast den Killer am Arsch. Ich? Ich hab's hier irgendwo leise gewuscht gehört, glaube ich. Okay, Tiffy, ich hol dich. Ja! Ich glaube, die Wusch ist bei Lizzie. Ja, die Wusch ist hier. Korrekt. Tiffy! Ist sie hinter dir? Ich weiß es nicht, ich höre nur komische Geräusche. Ja, sie ist hinter mir. Ich habe gerade auch komische Geräusche gehört. Mir gefallen die komischen Geräusche nicht. Geh weg, du Olle! Hä, ich porte mich! Was passiert? War der Ping so schlecht? Der Ping? Ping! Hallo Valkyria, du musst dir jetzt nichts sagen, ne? Du hast erstmal vor der Aufnahme dein Internet gelöscht. Nimm mal das Internet. Leute! Ich hab die Spieb! Oh. Spieb, vor allen Dingen. Valkyria war wie so eine alte Oma. Nicht im Ernst! Ich hab das Nein. Internet gelöscht. Tiffy hat das Internet gar nicht gesagt. Weißt du, den ganzen Tag über mobbst du mich, weil ich ein Krüppelknie hab. Und dann sowas. Weißt du, vorhin sagt er zu unseren Vermietern, ja, Valkyria hat sich entschieden, ihr Pferd gegen den Zaun zu lenken. Da denke ich mir so, Dankeschön, Vito. Das hab ich so nicht gesagt. Hast du wohl, ich hatte die Tür auf. Ich hab das ganz genau gehört. Nein, ich habe gesagt, du hast dich dazu entschieden, mit deinem Pony zusammen gegen einen Pfahl zu reiten. Ja, fick dich. Bitte nicht in der Aufnahme, okay? Das könnt ihr wegpiepen, mir egal. Piep, 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 piep. Fuck! Sollte ich fragen? Ich hab gebumst. Und es macht bumm, wenn ich dich sehe. Hol die Tiffy vom Haken. Hab ich schon gemacht. Schalalala. Have you seen the bush? Nein. Nein. Aber ich... Ich auch. Sie rennt hinter euch her. Gut, Hauptsache ihr kommt in keinen Keller. Nee, nee. Hä? Was war das denn gerade Geiles, Alter?
Das will ich auch können. Die hat sich gerade mit ihrem Wusch gleichzeitig geleckt und ist irgendwie, hat ganz komische Sachen gemacht. LOL! Das gefällt mir. Sie wuscht sich gerade. Ach, da hinten hin, okay. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll, hier jetzt den Ausgang aufzumachen. Ja, ich habe auch gerade ein bisschen... Hallo! Oh ja, hier wollen wir anscheinend nicht hin. Sie ist nämlich hier beim Ausgang. Okay, ich bin bei dem anderen. Ich mache den erstmal auf, bevor ich Vido runterhole. Okay, Vido? Ja. Ja, da hinten ist die Wursche, ich sehe sie. Sie ist gerade verschwunden. Bei mir in der Nähe. Sie geht jetzt Richtung Ausgang. Valkyria, pass auf. Ich bin kurz davor. Scheiße, ich muss raus. Tut mir leid, Vido. Ich mach den Ausgang hier gerade auf. Sie ignoriert mich. Okay. Ich musste leider raus. So sorry. Dieser Ausgang ist auf. Vito, wie sieht's denn aus? Nein, Schnabeltier, nicht! Nicht angreifen, hier haben wir ein Problem gegen eine Wusch. Hallo, Olli. Olli hört dich nicht, aber hallo! Sie ist in meiner Nähe. Ich auch. Aber ich glaube, sie ist so Richtung anderen Ausgang. Rennen! Wo müssen wir lang? Hier. Hier lang? Ja. Immer an der Wand entlang. Okay, pass auf, komm von links. Da siehst du ihn schon. Lauft einfach gleich raus. Nein, Tiffy! Tiffy! Niemand entritt dem Tod, oder was? Hat sie ihn drin? No! Sie hat ein Memento? Aha. Oh lol. Wow! Ich würde sagen, wir gehen halt rausgehen, oder? Ja. Was machst du da? Los, raus! Raus! Kinder! Sehr schön! Armer Tiffy. Weißt du, und ja, das haben wir jetzt nicht auf Aufnahme. Natürlich. Ja, doch. Aber wenn du selbst den Memento Mori bekommst, hast du immer noch eine geilere Ansicht. Nein. Doch. Du hast eine andere Ansicht. Ja, das stimmt, aber... Nein. Also wenn du jetzt von Weitem guckst, aber ich war halt gerade bei Tiffy drin, als Memento kam. Also hatte ich die gleiche Ansicht wie sie. Wenn du zuguckst, hast du ja immer die gleiche Ansicht wie... Kein Memento Mori. Was? Kein Memento Mori. Wie kein Memento Mori? Guck, nichts. Also im Dings ist keins. Kein gespielt worden. Oh! Was? Hä? Oh, warte. Da steht hier, warte. Ja, sind alle Generatoren repariert, bekommt die Besessenheit den Status-Effekt gefährdet und der Killer kann sie töten. Ja, Tiffy war doch der Gefährdete. Sie war doch das Opfer Numero Uno. Okay, das erklärt's. Ja. Wieso oft? Was für Perks hast du denn drin, die das auslösen? Na gut, aber ich würde dann sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die nächste Runde. Jupp. Okay, bis gleich. Bis gleich. Irgendwer randaliert im Treppenhaus. Ja, hier ist eure Oma. Ja. Nein, das ist nicht unsere Oma. Hoffentlich. Oh gosh, jetzt musst du noch Vito auf bereit klicken und dann der Killer und dann kann die Runde schon losgehen. Yay. Jetzt tu es, Killer! Daran redest du eigentlich wie Milchbaum. Mach ich gar nicht. Das mache ich gar nicht. Da würde ich nämlich die ganze Zeit so hochreden und dann auch die Stimme so verstellen. Ja, früher, ich weiß das noch ganz genau, früher hast du immer Kelly nachgemacht und inzwischen machst du Milchbaum nach. Ich mach niemanden nach. Doch, du nimmst diese Stimmen in dein Stimmrepertoire auf. Ja, das ist doch gut. So funktioniert das mit dem Synchron. Stimmen nachmachen. Sprechen. Yeah. Wie du die ganze Zeit abbrichst, das hört sich wundervoll an dabei. Echt? So funktioniert das mit dem Sprechen. Oh, Scheiße. Ja. Warum breche ich die ganze Zeit ab und ihr nicht? Hey, du brichst nicht ab. Ich weiß nicht, was die... Doch, bei mir brichst du die ganze Zeit ab. Ja, nur wenn die... So spricht... Vito!
Gestörten Abteilung, da gehörst du auch hin. Ja, wollte ich gerade sagen, da gehören wir hin. Und guck mal, wer hat dir das Ding geschmissen, dass wir alle zusammen starten? Der Vito war's. Oh oh, will ich das denn überhaupt? Hä? Ich bin aber gar nicht bei euch. Ich bin auch nicht bei euch, fällt mir gerade so ein. Ja, natürlich, ihr seid alle bei uns. Gar nicht wahr. Natürlich. Ach, das Vito. Der Vito gefunden. Der Vito, ich hab Chippy gefunden. Der Vito mit seiner Aura-Lesefähigkeit sieht euch ja alle. Ich aber nicht. Ruin. Oh, bitte nicht. Egal, wir bleiben hier dran. Ich bleib auch da dran. Welches Ruin denn, das Gute oder das Ätzende? Das Ätzende, wie es aussieht. Das ist das Fluchruin, das Grüne. Ich habe ein brennendes Totem gefunden. Ja, mach mal kaputt. Eieieiei, es ist die Hexe. Mach die Hexe kaputt, los. Aber irgendwie jagt sie mich nicht. Oh, ich glaube, sie möchte hier hin. Das war großartig. Vito, nimm die Hack und renn mit dir weg. Die geht mir auf den Sack. Ich will hier den Gen machen. Oh! Genau, nimm die Hack. Oh! Ja, die Hedge auch, bitte. Nimm die Hedge und geh weg. Ich mach die hier noch alles kaputt. Kann die nicht mal schneller abhauen? Oh, das war aber nicht Ruin, was jetzt kaputt gegangen ist. Na toll, welches habe ich denn dann kaputt gemacht? Haben wir irgendeinen Debuff? Oh, da kommst du wieder. Nein, geh weg. Jetzt verfolgt die mich, die Olle. Geh mal zurück an unser Gen oder such Dings. Ruin. Eins davon darfst du dir aussuchen, aber eins musst du machen. Ich heile mich gerade. Nee, das stand nicht auf der Liste. Oh, ja! Oh. Ui. Nein! Hallo! Ich liege im Haus. Achso, das war ein normales, das ist ja doof. Sie springt jetzt durchs Fenster und macht da den Gen kaputt, also. Nee, doch nicht. Sie. Doch. Ich bin verwirrt. Das ist aber nicht nett. Ich renn mal weg. Ich krabbel! Du wirst mich nie finden, Wolle. Schabracke. Ich bin weg. Du siehst mich gar nicht mehr. Oh, verdammt, sie sieht mich doch noch. Brennendes Totem, brennendes Totem, brennendes Totem. Wo ist das brennende Totem? Keine Ahnung, mach's kaputt, wo auch immer es ist. Schwarzes Mal, schwarzes Mal, schwarzes Mal. Lass mich los, volle Schabracke. Nicht am Haken, bitte. Sie macht vor mir was Wunderschönes und dann tapert sie weg. Aber hey, du bist die Erste, die hängt. Und das ist Yippie. Absolut okay, denn wir sind jetzt mit dem ersten Gen fertig. Yippie. Ja, und sie kommt auf uns zu. Ich hol dich! Ich hab ein brennendes Totem gefunden. Ah, Botlindreck! Wow, yeah, leck mir die Füße! Nee, danke. Nee, lass mal. Tiffy, steh genau da in die Richtung, wo du läufst, ist das brennende Totem. Die Hexe ist gerade hinter mir. Ja, ich sehe es hier. Vor mir ist genau das. Die Hexe hat von mir abgelassen. Oh, ja, die ist beim Totem. Also, wo ist das Totem? Da rennst du in die richtige Hinter Richtung. Hinter mir ist die Heck. Könnte die jemand fangen? Die bisschen weiter rechts, Valkyria. Die Heck, die ist hier gerade. Nein, die ist hinter mir. Ja, sie lässt gerade von dir ab. Wo? Weiter rechts, nicht links. Achso. Weiter. Nein, die gute Frau verfolgt mich immer noch. Weiter. Scheiße, schon hier rein? Die will mich tot sehen. Die sieht mich tot. Nee, jetzt glaube ich ein Stück links. Hä? Irgendwo muss es brennen an so einem Mauerstück. Ich bin da gerade bei. Ach da! Yay! Yippie! Jetzt holt mich gefälligst! Alles klar, Liebelein. Oh, die zwei zusammenrennen, da rennt sie gerade. Ne, sie ist noch hier. Mein Lieb. Sie macht hier gerade so ein paar Fallen. Ja, zwei, drei. Sie macht überall welche, also schleicht hier durch, wenn ihr kommt.
Noch eine, 4 Stück. Willst du dann noch eine 5. hinmachen? Ja, will sie. Sie will dich tot sehen, glaube ich. Sag ich doch. Schleich da durch. Alles andere wäre Selbstmord. Ich glaube, sie ist jetzt an mir vorbei, oder? Keine Ahnung. Ich würde sagen, Game Over. Ab wo muss ich denn schleichen? Ab diesem Steinkreis, der hier um mich rum ist. Nein! Nein! Ich hab doch gedrückt! Ich hab doch gedrückt! Was machst du denn? Drücken. Was willst du tun? Das war jetzt ganz schön doof. Das ist jetzt ganz schön doof, ja? Das ist ziemlich doof. Und hier sehen wir Valkyria in ihrer natürlichen Laufbahn. Laufbahn? Ja, das ist meine Generatoren-Mach-Laufbahn. Ja, hier da unten. Das ist die Laufbahn. Welches Karrierelevel hast du denn da schon? 10 mindestens. Nein, das war so weit unten, das war noch keine 5. Es tut mir leid. Hier sehen wir den Vito mit seiner Karriere, mit seiner Generatorenlaufbahn. Und da vorne. Aber ist das nicht meine Karriere? Wie sie mal wieder überall wunderschöne Fallen verteilt. Fallen. Komische Zeichen auf dem Boden. Hässliche Dinger. Valkyrie, sie rennt jetzt hier unten rein. Ja. Hallo, Tiffy. I can see. Ich schleiche zu Tiffy. Und zurück schleichen, direkt schleichen. Und raus. Wie eine kleine Entenfamilie. Achtung. Mach okay, jetzt sie kommt, ganz sie kommt. Viel Lärm. Lauf. Ich mach ganz viel Lärm. Ei! Ei, caramba. Ich glaube, sie und will... Und der Vito wird verfolgt. Nee? Ah, okay. Oh, was sehe ich denn da? Hat der Vito etwa noch ein Knallbonbon? Gute Idee. Jetzt hat nicht funktioniert. Mehr. Vito, du machst das ganz toll. Oh, guck mal, er liegt genau neben dem Haken. Oh, da bist du. Ich habe mich perfekt positioniert. Ich hänge am Haken, weil keine Mütze. Was ist mit einer Mütze? Ich habe eine Mütze. Ich kann das, weil Mütze. Und weil ich keine Mütze habe, kann ich das nicht. Ich bin verwirrt. Ist die Heck noch bei dir? In ja, der sie macht Füße. Ganz, sie hat ganz viele Fallen gemacht. Tiffy macht den Jen. Aber sie ist weg. Ja, würde ich sagen. Also Mütze. Muss sie herschleichen. Wie schleicht man nochmal? Mit Steuerung, oder? Ja. Und schleichen wie eine Entenfamilie. Toll, Valkyria, toll. Nimm einfach alles mit, was du kannst. Ich hab mich so verjagt gerade. Aber diese Geräusche höre ich öfter. Sie jagt mir hinterher. Ausgetrickst. Sehen? Ja. Scheiße! Diese wunderbare Verfolgungsjagd und wie Valkyria jedes Mal vor der Mauer stehen bleibt. Oder liegt. Mama! Die hilft mir jetzt auch nicht, mein Kind. Hä? Seid ihr noch da? Ja. Oh Gott, es lag nicht an mir. Du bist aber komischerweise aus dem Spiel raus. Diese Sache war aber gerade auch, die Heck war gerade, die stand auch komisch vor dem Baum und dann wurde Valkyria zum Haken getragen und dann war irgendwie beides bei mir weg.
war sehr interessant. Tiffy, lenk sie ab. Hä? Also bei uns hast du einen Disconnect. Ja, du hast Rage quittet, ganz klar. Genau, also das sah wirklich so aus. Tut mir leid. Hat jemand die Luke schon gesehen? Ernsthaft jetzt? Ihr spielt noch weiter? Ja, also Tiffy wurde gerade niedergestreckt. Verarschen, warum bin ich rausgeflogen? Tiffy? Ja. Tiffy hängt. Okay. Das sah gerade von meiner Perspektive irgendwie so ein bisschen nach einem Momento aus, weil sie so komisch durch die Luft geflogen ist. Ja, weil die Hexe so klein ist. Tiffy, lenk sie noch ein bisschen ab, bitte. Die macht er jetzt erstmal 10.000. Sing ein Lied, Tiffy. Sing ein Lied für die Hexe. Ich kann nein, nicht trigger sie. Trigger sie. Ich sing ein Lied für die und dann fragst du mich, willst mit mir tanzen gehen? Ich glaub, ich stehe auf die. Nein? Nein. Dann nicht. Ja, genau das. Das ja. Muss sein. Voll gut getriggert. Oh, Tiffy, das wird ganz schön knapp, ne? Hast du Lust auf Spaß? Immer. Sollte ich fragen? Attacke! Sie hat daneben geschlagen! LOL! Oh. Ich bin an der Wand hängen geblieben. Ich bin an der fucking Wand hängen geblieben. Das ist nicht fair. Tiffy, Tiffy, mach mich stolz. Such die Luke oder irgendeinen Kack. Mach einen Ausgang auf. Sie kann hau ab. Ja. Genau, such einen Kackhaufen, Tiffy. Such ihn. Los! Nein, lass den Kackhaufen da, wo er ist. Die Luke. Oh! Die Heck steuert auf den Ausgang zu. Nein, doch nee, nicht. Sie ist bei mir. Sie setzt jetzt erstmal ihre komischen Zeichen wieder. Sie setzt ihre Kackhaufen und jetzt geht sie auf Tiffy zu. No! Hast du das Tor auf? Ja. Nein. Ja, im Zweifelsfall kann ich mich, kannst du raus. Weil sie ist, glaube ich, eh auf dem Weg zu dir. Hauptsache, Tiffy hat überlebt. Dann kann sie weiterhin ASMR-Videos machen. Ja! Dann haben wir gerade voll getauscht, ne? In der letzten Runde hat nur Tiffy nicht überlebt und jetzt hat Tiffy überlebt. Ich lebe auch noch. Noch. Es könnte ein Wunder passieren, dass die Killerin jetzt noch disconnected. Nein. Und dann hätte ich auch, dann hätte ich auch überlebt. Guck mal, da ist sie wieder. Hallo. Hallo. Hör auf, sie zu schlagen. Dich. Die will mein Blut kosten. Da stehst du doch drauf. Das kostet aber mein Blut. Weißt du, die will mein Blut kosten, aber das kostet nicht. Schade. Nein, der war nicht gut. So, meine lieben Freunde, machen wir denn jetzt noch eine neue, also eine nächste, also eine dritte Runde? Ja. Natürlich. Okay. Logo. Dann sehen wir uns da, oder? Genau, auch in die nächste Runde. Wollen wir vielleicht nochmal aufs Leaderboard gucken. Wie sieht das denn aus? Was hatte... Hey, blöde Hexe. Was hatte die Hexe denn da so dabei? Ja, die hat aber auch nicht so viel dabei, ne? Nee, nee. Verrückt. Na gut, auf in die nächste Runde. Gut, dann nicht. Hau den Kopf gegen die Wand. Also Vito sagt, hau den Kopf gegen die Wand. Und dabei musst du versuchen, Wasser zu trinken. Dabei Wasser trinken? Mhm. Nee, oh, dabei Wasser trinken, nicht bei Wasser trinken. Bei Wasser! Nein, kein Weihwasser. Lass dir von der Valkyrie keinen Schluss erzählen. Aber Weihwasser! Bei diesen ganzen Geister-Dokus machen die das auch immer mit den Paranormal Activities. So, Lizzie, Vito, macht mal. Ja, ich gucke gerade, was ich noch schmeiße hier. Das nehme ich doch. Das sieht gut aus. Paranormale Dokus? Meinst du super? Ja, die gucke ich auch immer. Nein. Ich habe so eine amerikanische Doku gefunden. Wie ist das? Irgendwas mit Inception Paranormal oder so? Voll gruselig. Da zeigen sie halt auch richtige Aufnahmen davon. Okay, das hört sich gut an. Du meinst diese geskriptete amerikanische Show? Das ist nicht geskriptet. Ja, ja. Okay, Vito. Nur noch okay. Du und dann okay. Kann es weitergehen. Okay. Aha, okay. Aha, aha. Wollen wir ins Larry's Gedenkinstitut? Nein.
Wollen wir nicht? Aber jetzt warum nicht? Einfach ja, bereit. Oh, wie du hier so fein, hier so fein, Blumen, mein Heldito. Drück einfach bereit. Aber der Killer, ja! Der Killer hat so eine richtig behinderte Latenz. Guck das an, das sind 598. 657. Also ihr brecht auch die ganze Zeit ab. Ja, moin. Weil Kyria lebt bestimmt schon wieder irgendwas runter, Alter. Mach ich gar nicht, I swear. By the moon. Und bei mir hört man nur I swear. I swear. Entschuldigung. Nee, das ist nicht zu entschuldigen. Dieses Verhalten ist nicht zu entschuldigen. Genau so. Ist das ein Trigger? Oh ja. Ist das ein Trigger? Oh ja. Ist das ein Tracker? Nein. Das ist kein Tracker, nein. Autohaven. Ein Tracker. So, ich brauche Partner-Interactions. Wo seid ihr? Weg. Hier. Versteckt. Wow. Ich bin Opfer und Numero Uno, Tiffy. Geh weg. Hi. Hi. Will nichts von dir, geh weg. Nein, lass mich in Ruhe. Aber der ist ein Generator. Es macht wurscht, wenn ich dich sehe. Was? Da ist jemand. Hier bin ich. Hallo! Es macht wurscht, wenn ich dich sehe. Ist da schon wieder Ruin? Es macht wirklich wurscht. Es macht wurscht, wenn ich dich sehe. Nein, es macht wurscht. Warum verfolgt die mich, die Olle? Und der Ping ist echt scheiße. Es tut mir leid. Also es ist hier gerade am Lecken bis sonst was gewesen, als sie mich verfolgt hat. Jolama, halamalabala. Bahalama! Ey! Ich verstecke mich gerade vor der Wurst da hinten. Warum spielt eigentlich keiner die Seuche? Warum kann ich dich nicht heilen? Keine Ahnung und wüsste ich auch gern, weil ich gegen die Seuche gerne spielen würde. Bruder, die ist voll am Leggen, Mashallahalahala. Mashallala! Mashallala! Lol, bei mir bist du gerade doppelt aufgehängt worden. So, bonk, bonk. Konnte mich gerade selbst nicht mal safe kehren. Ja. Hier kann ich mal einen Fluchtversuch machen. Gut, dann halt nicht. It's the bush! Die Olle. Das haben wir doch schon geklärt. Aua! Ey, Mister, ich komme, um dich zu holen. Ey, das ist nett von dir. Lol, ich kann auch kein Self-Care machen. Doch, bist du schwanger, Lizzie? Nein, warum? Du hältst dir den Bauch so. Ach so, stimmt, ja. Ja, Fangman ist schwanger. Self-Care ist gerade nicht so. Soll ich dich mal healen? Ja, doch. Das sind ja so. Was passiert hier? Lol. Was passiert hier? Es ist. Oh Gott. Es tut mir leid, aber es sieht einfach mega witzig aus, was da passiert. Weißt du, bei mir stehst du einfach in mir drinne und heilst den Baum da hinten. Also ich stehe in dir und ich heile. Bei mir stehst du einen Kilometer weiter und heilst die Luft. Ist auch sehr schön. Und eben bist du auf mich gestiegen und dann von meinem Rücken gesprungen. Entschuldigung. Ja, nicht so. Danke. Bitte. Voll gerne. Vulgär? What do I say? Boah, was? I say you're welcome. Was passiert dir? Ah, lalala, hier will ich nicht hin. Es tut mir leid. Das Na toll, und die ist wieder hinter mir, war ja klar. Ich habe hier ein brennendes Totem, nur ich habe Angst, das zu machen. Ich will dich nicht, geh weg! Dann lass es lieber, gerade bei der Wusch. Merkt ihr einfach, wo es war? Okay, ich habe gesehen, von wo du kamst, dann weiß ich, wo es war. Ja, genau, du stehst ganz woanders und kriegst mich, ist ja klar. Das habt ihr alle gesehen, das war nicht machbar eigentlich. Sag mal, ist bei euch oben auch dieses Ladedings? Nein. Nein. Es passieren hier sowieso ganz komische Dinge gerade. Oh, wehe, ich werde gleich auch wieder disconnected, dann dreh ich durch. Tiffy, soll ich dich heilen? Ah, ist der Wusch, ist der Wusch, ist der Wusch! Wir haben einen neuen Abonnenten! Juhu! Was? Ich hab irgendwann Abonnent. Ich habe gerade auf mein Handy geguckt, es tut mir leid.
Hallo? Konzentrier dich mal aufs Spiel, ey! Sonst wirst du bändig! Nein! Oh Gott, was war das denn? Ja, dann soll mich jemand hier runterholen, dann konzentriere ich mich da drauf! Gott, jetzt hab ich gerade die Zinksalbe vor Schreck an den Schreibtisch rangebapselt. Die Zinksalbe. Die Tiffy? Wow. Oh, das leuchtet. Guck mal, da knallt sie ihre Augen zusammen. Hey, lol, was passiert hier? Ja, es passieren sowieso nur komische Dinge gerade. Es passieren verdammt merkwürdige Dinge gerade. Hey, Lizzie, ich hol dich vom Haken. Ja, sicher? Ich versuch's zumindest. Oh, meine. Ich muss... Hä? Scheiße, ich bin festgebackt. Okay, jetzt doch Yippie. Nicht mehr. Yippie! Hä? Dankeschön. Ja. Ich stand eben vor dem Fenster und konnte mich nicht bewegen. Hä, was ist hier gerade passiert? Hat sie überhaupt jemanden getroffen? Sie hat dich getroffen bei mir und mich und das war ganz komisch. Was? Hä? Was? Was passiert hier? Mama, aber ich bin doch gerade verletzt. Oh Gott! Was passiert hier? Das kannst du doch keinem erzählen. Hä? Die ist gerade irgendwie... Okay, hinter mir war der Dings, aber so weit kann man doch nicht springen. Es tut mir leid. Ganz ehrlich, hätten wir das hier nicht auf Aufnahme, dann wird uns das hier kein Schwein glauben. Warum bist du denn tot? Ja, die ist irgendwie über mich drüber geflogen und auf mir gelandet. Lag. Oh, sie kommt. Wie so eine Rabenmutter oder was? Ja, genau. Na, sie ist hinter mir her. Aber du rennst voll zu Tiffy, Alter. Ich weiß, woran es liegt. Wir spielen gerade gegen Jesus. Ach so. Oh, das ist kein Scherz. Wir spielen gegen Jesus. Das erklärt natürlich, warum so komische Sachen passieren. Ja. Meinst du, er kann nicht nur das Wasser teilen, sondern auch unsere Internetleitung? Ja, genau. Daran wird's liegen. Und mich. Ja, gut. Läuft. Meint ihr, wir überleben das? Also nein. Ich nicht. Nein. Ich hol dir mal vom Haken, du. Doma. Danke, Dude. Die Telekom. Nee, das war Hä, du bist gerade einfach durch mich durchgelaufen. Nö. Das war auch gerade von der Barriere. Das habt ihr auch gesehen, oder? Hier passieren so wunderbare, komische Dinge. Was tut Jesus nur mit unserer Leitung? Oh, der Jesus ist bei mir. Ja, hab ich gesehen. Hi, Jesus. Was? Jesus. Du wirst auch 10 Kilo... One way, Jesus. What? Hallo. Hol sie da runter. So. Auf der Palette, unter der Palette, auf der Palette. Der Pet. Hä, hey, bei mir hängt sie gerade in so einem Reichenstapel drin. Hier hinten. Ah, nee, ich doch weiß nicht, was es ist, aber... Ja. Ich dachte, ihre Haare gucken da nur noch raus, aber das ist der Generator. Jesus ist ein bisschen verwirrt, würde Nein, ich sagen. Nein, sie ist gerade Spuren. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. Nicht. Nicht. Dun. Wer wird gerade verfolgt? Tiffy. Oh, das sah auch sehr schön aus. Tiffy war in der Wand, wollte dann aber über die Wand springen, in der sie war. Rettest du mich, Valkyria? Hallo, ich stehe schon vor dir. Oh, hallo. Ja, gut. Wo wird Jesus als nächstes angreifen? Bei uns. Garantiert. Vito, ich heile dich jetzt, damit du die Luke finden kannst. Die Rückkehr der Killernacken kommt, Alter. Du hast gerade gesagt, der Killernacken? Killerlocken. Weißt du, Jesus hatte Locken, die Wusche auch. Naja, okay, die hat abstehende Haare, aber das ist fast das Gleiche.
Wäre ich doch mal da gewesen. Alter, Verfluchwort. Dieser Schrei. Oh, und da hängt sie. Also Vito, ich lass dann los, wenn du die Luke gefunden hast, okay? Okay, aber ich muss die Luke erstmal finden, Alla. Alla. Oh, Alla ist mächtig, Alla ist groß. Ich höre es pumpen. Da! Oder soll ich mich sterben lassen? Ah! What? Renn, Vito, renn! Ich weiß nicht, wohin! Irgendwo! Soll ich mich doch sterben lassen? Warum sind die Fenster hier alle vernagelt, Alter? Denk einfach drüber! Was soll das denn? Vito, seit wann bist du so aggro beim Spielen? So kenne ich dich gar nicht. Du musst mit mir mal Counter-Strike spielen, Alter. Na, Alter. Wobei, Counter-Strike bin ich eigentlich mal relativ ruhig. Weißt du, jetzt bringt sie mich auch noch in den Keller, weißt du, mit ihrer Leggings-Scheiße, ey. Mit ihrer Leggings. Mit ihrer Leggings! Ja, dachte ich auch gerade. Natürlich dachtest du das auch gerade. Wir sind ja auch eine Person. Oh, Baby, ja. Tja, Vito, walte deines Amtes. Ich muss erstmal den Killer beleidigen. Warte mal. Heimgesucht. Hass. Ich hab einen Gittel der Jagd. Brutale Stärke. Ja, Jesus, nee, das war schon. Leggig. Wow. Broken Killer. Was? Boy, what's wrong with your Hamster? Hä? Ein Fehler ist aufgetreten und das Spiel konnte dein Profil nicht speichern. Bitte starte das Spiel neu. Alter, was ist los heute? Was passiert hier? Ja, ich, Vito, walte deines Amtes. Ich, Wieso, der geht einfach raus? Der antwortet nicht mal! Alter. Doch, er hat doch geantwortet. Ja, was ist das denn für eine Antwort? Was hast du denn geschrieben? Boy, what's wrong with your hamster? Jesus, the laggiest killer EU. Wow. Ja, und dann macht er da hier nur so Zirkumflex und geht raus. Ja. Weißt du, fühlt sich aber toll, weil er sagt, ja, er ist ein broken killer, er hat alle Leute umgebracht, ich fühle mich ja so toll. Aber wenn die kompletten 4 Gegner das Spiel einfach nicht spielen können, dann kannst du halt auch als Killer alles machen. Wie man jetzt auch sehen kann, Fehler, ne? Fehler beim Speichern. Oh Gott, hier kommt immer mehr. Okay, Vito, bitte. Vielleicht explodiert der Rechner. Ja, glaube ich nämlich auch. Dann war es letztes mit dieser wunderschönen Partie von Dead by Daylight. Meine werten Gefährten. Wow, das hört sich voll gut an. Meine werten Gefährten verabschieden sich jetzt alle der Reihe nach. Fangen wir an mit der Valkyria, bevor sie weg ist. Tschüss. Dann sagen wir auf Wiedersehen, unsere ASMR-Tiffy. Tschüss. Die kann sich das Lachen auch nicht verkneifen, du. So, und die liebe Lizzie. Auf Wiedersehen, Lizzie. Tschüss. Mir fiel der zweite Name nicht ein. Wie nennen wir dich denn? Lizzie, ja. Nicht der Killermagnet, bitte. Ja, sag ich. Auch nicht Killerköder? Lizzie, die einzig wahre, echte Lizzie. Auf Wiedersehen. Wow. Genau das war's, ja. Ja, ne. Denk dir was Besseres aus, Mann. So, auf Wiedersehen. Nein, eure Zuschauer sollen sich was Besseres ausdenken. Bis zum nächsten Mal. Denk dir was Besseres aus. Ein Spitznamen für Lizzie. Wir suchen immer noch. Killerköder ist weg. Vito, du bist kein ASMR-Profi, das lass mal lieber Tiffy machen. So, bis zum nächsten Mal. Hier kommt der Trigger. Ciao. Tschüss.